viel trinkt denn so ein kleines Kalb? Also am Anfang trinkt der Kalb noch nicht so viel, weil es ja klein ist. Da trinkst du dann mehrmals am Tag kleine Mengen. Und dann, wenn sie mal größer werden, dann trinken die schon mal 10, 12, 15 Liter am Tag von so einer Kuh. Kann man es auch mit dem Fläschchen füttern? Wenn sie auf die Weg kommen sind, entweder da herin oder auf der Weide draußen, und ich sehe das, dann tue ich die erste Mahlzeit die Kalb gleich mit der Flasche füttern, da ich weiß, dass gewiss die guten Inhaltsstoffe von der Mama und die gesunden Nährstoffe gleich kriegt. Und wenn es dann ein paar Stunden alt ist, dann steht es selber auf. Ungefähr nach 3 Stunden oder was läuft es schon miteinander und sauft dann bei der Mutter schon. Und das Kalb, wenn bei der Mutter am Alter selber trinkt, dann hat die Milch immer die richtige Temperatur. Und das ist auch wichtig, weil die kleinen Kalb ein bisschen empfindlich sind, wie kleine Kinder auch. Da, wenn das nicht passt, dann kriegen die oft einmal Bauchweh oder Durchfall. Und so passt die Temperatur immer. Und trinkt es auch bei anderen Kühen oder nur bei der Mama? Die ersten 14 Tage, wenn das Kalb da klar ist, das trinkt es eigentlich nur bei der eigenen Mutter. Weil die kennen sie durch einen Geruch und durch einen Ton und die Mutter schreit im Schalbe. Und das Kalb schreit dann, wenn es Hunger kriegt. Und wenn die dann mal älter werden, wenn die mal so 3, 4 Wochen alt werden und richtig frech werden, dann suchen sie die oft einmal gerne auch andere Mütter. Die, wenn sie Hunger haben, dann suchen sie einfach die, wo als nächstes da ist. Und was passiert nach der Geburt mit dem Kalb? Also bei uns auf dem Hof ist es so, dass die Kalbe nach der Geburt nicht gleich von der Mutter wegkommen, sondern die bleiben die ersten 24 Stunden zusammen in einer Einzelbox, in einer großen Strohbox. Und da können sie dann aneinander gewöhnen. Und die Mutter erkennt dann sein Kalb am Geruch und am Ton und das Kalb kennt seine Mama. Und wenn es dann mal richtig fit ist und anhupft, dann können wir es nach einem Tag oder nach 2 Tagen, dann wir dann in eine andere Gruppe rein, wo die anderen Kalbe sind. Und da kommen auch die Mütter wieder zu und das Kalb sucht seine Mama und da trinkt es dann. Raus. Wenn die mal 2 Monate alt sind und das Wetter schön ist und die Sonne scheint, dann lassen wir es auch mit den Kühen schon rausgehen mit der Mama. Und was die dann so machen und wie gut das für die Kälber ist, das erklärt dann meine Frau, die Maria, direkt auf der Weide draußen. Schauen wir mal. Da ist das Kalbi bei seiner Mama auf der Wart. Und weil das immer bei seiner Mama ist, ist er total fit und gesund. Wenn ihr wissen wollt, wo die Milch vorher in Joghurt herkommt, dann kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch.